Hallo, mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stamping Up Demo aus Bremen. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie ich diese Karten gemacht habe. Gleich zwei auf einen Streich. Und zwar habe ich dafür benutzt, in perfekter Symmetrie, das gibt es als Produktpaket mit diesen schönen, tollen Blümchen und den Texten. Und passend dazu gibt es auch noch eine Handstanze. Und wie ich das Ganze gemacht habe, das möchte ich dir jetzt gleich zeigen. Und es ist wirklich, wie immer, ganz einfach und es geht sehr schnell. Bis gleich. Anything is possible. It started with a dream. Okay, dann fangen wir an. Ich habe hier Grundweiß. Das schneide ich mir jetzt schon einmal zu auf meine geliebten Maße. Auf 29 cm. Kann ich auch schon mal gleich falzen auf 14,5 und jetzt bei 10,5 einmal in der Mitte durch. So hast du schon mal zwei Karten. Ich fange jetzt mal mit der ersten an. Hier ist der Falz, wieder ein Lineal, dann machst du dir von dem Falz, also hier rechte Seite, linke Seite, Falz, bei 1,5 cm eine Markierung und bei 3 cm. Und auf der anderen Seite machst du dir hier von rechts wieder bei 7,5 eine Markierung. Jetzt brauche ich wieder meinen Papierschneider. Und jetzt schneiden wir aus. Einmal von der Markierung bis zur Spitze. Schön gucken. Da liegt es drin. Da liegt es drin. Und jetzt die zweite Markierung, auch wieder in die Schneidrille legen. Das brauchen wir noch, das ist dann für die zweite Karte. Und den unteren brauchen wir natürlich auch. So. Und hier rein kommt jetzt noch ein Stückchen Grundweiß in den Maßen 10,5, genau wie die Karte ist, mal 14,5. Das lege ich hier schon mal so rein. Kannst du dir hier schon mal einen Strich machen, weil zwischen den beiden Bleistiftstrichen werden wir gleich stempeln. Und ups, gerutscht. Und einmal da. Jetzt kannst du hier von deiner Grundkarte noch ein bisschen, falls so wie ich, ein bisschen Bleistift wegradieren. Das ist Karte Nummer 1. Das ist dann für Karte Nummer 2. Das werde ich schon mal gleich alles zusammenstempeln. So. Meine Matte. Schmierpapier darunter und aus Stempel, als Stempel habe ich mir ausgesucht in perfekter Symmetrie und da sind so schöne kleine Blümchen und also was ich jetzt gerne benutzen möchte.
Da habe ich mir schon mal welche auf meine Klötzchen gemacht. Und als Farben nehme ich einmal Blütenrosa, Blutorange und Tannengrün. Ich fange jetzt mal mit der dunkelsten Farbe an. Nehme auch meine größte Blüte und stempel hier munter rein. Jetzt nehme ich Blütenrosa. Die andere mitstempeln können, dann mache ich das eben nochmal. Und da kannst du auch wieder wirklich alles benutzen. Gucken wir, worum es gehört. So. Blutorange. Und Blütenrosa. Und jetzt kommt noch mein Tannengrün. Hier war heute mal nach kräftigen Farben. Bald geht ja schon, jedenfalls bei uns Demos, der Herbst los und Weihnachten. Also ich habe meine Weihnachtssachen schon hier. Aber im Moment so ganz ist mir ja doch noch nicht danach. Obwohl das ja nicht verkaufsfördernd ist, glaube ich. Und hier machen wir noch eins. Das sieht doch schon mal schick aus. Jetzt kommt die zweite. Noch ein, nicht? Das ist immer bei solchen Stempelsets, fällt es mir echt immer schwer aufzuhören mit Stempeln. Das ist Karte Nummer 1. Jetzt habe ich mir hier einfach so 1 cm Streifen zugeschnitten und die kommen jetzt einmal hier hinter. Das mache ich jetzt schon mal bei der. Dafür nehme ich wieder meinen Flüssigkleber, ups, der sehr flüssig ist, da sehr warm ist. Den werden wir noch mal ein bisschen was klauen hier. Weil sonst klebt es ja gleich überall, wo es nicht kleben soll. Und setzt ihr jetzt diesen Streifen dahinter.
schaue ich jetzt wieder vorne, wie der Abstand so ist. Und das gleiche machst du jetzt auch mit dem Unterteil. Na, so. Da kommt hier noch ein Streifen ran. Passt. Das schneide ich hier jetzt ab. Und hier unten siehst du, musst du auch noch. Da steht es dann nachher über. Und das schneide ich jetzt auch noch ab. Da schaut noch was hervor. Und hier noch. Und jetzt wird es eingeklebt. Das kommt ja so viel Kleber raus. Ist ja schlimm heute. Ich meine, ich bin ja schon immer großzügig, aber das ist doch ein bisschen viel. Jetzt gehst du dein Gestempeltes genau bis an die Falzkante. Bis an die Falzkante. Und klappst die Karte zu. Und das gleiche machst du jetzt mit deinem unteren Stückchen genauso. Da habe ich wieder ein bisschen, nicht ich, ich bin nicht schuld, der Kleber ist schuld. Das war schon mal Karte Nummer 1. Und Karte Nummer 2 ist an sich noch einfacher. Da klebst du dir jetzt auch Streifen hinter. Guck mal, das läuft so schon raus. Tja. Ohne Worte. Ich habe es extra länger gemacht, weil es mit dem genauen Abmessen ist dann ja manchmal nicht so einfach. Schneide ich mir hier wieder ab. Auf der Seite auch. Da gefällt es mir noch nicht so, weil man die Schneidkante so sieht. Dann noch ein Falzbein rüber. Und jetzt auch einmal die andere Seite.
auch noch hier voll von meinen Katern an den Fingern. Das Ganze kommt dann auf die zweite Karte. Ich sehe mich mal so hin. Einmal Kleber, überall Kleber. So. An die Spitze. Da unten muss ich gleich mal in die Spitze ein bisschen abschneiden. So. Ein bisschen rüber. Das Daumenlevy Flüssigkleber, den kann ich dann nämlich noch schieben. Hier ist so ein ganz kleines Pfützchen. So, bald sind die Karten schon fertig. Jetzt noch ein Text. Ich habe mir hier einmal, was habe ich denn hier? Genieß deinen Tag. Den stempel ich auch mit Blutorange. Rumgesaut. Passiert dir das manchmal auch? Das müssen wir jetzt noch kaschieren. Das werden wir doch. So ist das, wenn man nicht gut vorbereitet ist, weil ich habe gerade festgestellt, also dieser Blätterreigen passt nicht für die Stanze, weil da kommen solche Blättchen raus. Also habe ich mal zwei kleine Blättchen ausgestanzt, auch in Tannengrün. Und setze sie da jetzt mal drüber. Schon wieder Kleber ohne Ende. Schon ist das geschmiert, kaschiert. Vielleicht den zweiten auch noch so hin. Sieht ja nicht so einsam aus. Ne, wir lassen ihn ein. Und die zweite Karte braucht ja auch noch einen Text. Und da gibt es ja wirklich viele, also schöne Texte. Du bist alles außergewöhnlich. Vielen lieben Dank. Genieß den Tag. Hallo du. Dann nehmen wir doch jetzt mal Hallo du. Hallo du. Jetzt mal gut, so den Stempel aufzunehmen. Am besten ohne, dass da was zwischen ist. Weil dann durch die sind ja sehr weich, die Stempel, und die kann man dadurch auch eben schnell verschieben. So. Ja. Das sind meine schnellen Karten. Gleich zwei. Da guckt noch was drüber, das schneide ich noch ab. Meine beiden schnellen Karten.
Da passen natürlich auch noch Glitzersteine drauf oder du stempelst hier noch ein paar Blümchen oder whatever. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein Daumen hoch freut mich immer. Echt wirklich sehr. Auch einen Kommentar freue ich mich drüber. Und Abo natürlich noch viel mehr. Bis zum nächsten Video. Eure Susanne Schröder. Tschüss. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love.